Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Bard's Tale Trilogy. Wir sind live, so wie es aussieht. Ja, okay, gut. Ja, dann machen wir mal weiter. Nach dem letzten Mal habe ich ja, wie angekündigt, ein bisschen gegrindet und in erster Linie hier und hier. Und nachdem wir dann hochlevelig genug waren, dass wir uns teleportieren konnten, habe ich auch ein bisschen gecheased und habe mich dahin teleportiert, um in Level 3 gehen zu können, um hier gegen 69 Whites grinden zu können, was die ganze Sache etwas beschleunigt hat. Das Ganze hat dazu geführt, dass wir jetzt Level 14 sind. Unsere Magier sind, also haben ihr Anfangslevel, ihre Anfangsklasse abgeschlossen, haben da maximales Level erreicht, was Level 13 ist, das heißt Level 7 in ihrer Magieschule. Dann bin ich auf Sorcerer gewechselt und das hat dann, da fangen wir dann ja wieder bei 0 Erfahrungspunkten an und mit relativ geringen Erfahrungspunkte-Kosten, bis ein nächstes Level erreicht werden kann. Deswegen ist es da dann auch noch bis zu Level 5 gegangen. Das war ein bisschen weiter, als ich eigentlich geplant hatte. Aber nee, ja, wir sind jetzt Level 5. Schönen guten Abend, Slider. Wir sind jetzt Level 5 Sorcerer. Und ich wollte eigentlich mal nachgucken, was haben wir denn? Haben wir schon einen guten Wind Ogre? Denke mal, besser als nichts. Wow! 9 Hitpoints. Okay, also das können wir besser. Also macht das. Vielleicht sollte das Crusania mal machen. Ja, der ist fast doppelt so gut, aber dann, gut, okay, dann. Also, Inventory-mäßig ist auch ein bisschen was abgefallen. Also unser Paladin hat jetzt eine Dayblade und Mithril-Ausrüstung. Unser Hunter hat auch Mithril-Kram und einen Shieldstaff, weil bei ihm ja der Schaden, den er mit seiner Waffe macht, nicht so relevant ist. Dann haben wir eine Finns Flut gefunden. Noch mehr Mithril-Ausrüstung. Ein Bardsword. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon hatte. Ich glaube noch nicht. Das heißt, wir verlieren keine. Also, wir können Bardenlieder spielen, bis. Selbst nachdem uns die Kehle ausgetrocknet ist. Und dann auch hier Mithril-Ausrüstung. Unidentified Item. Okay. Ja, dann können wir nochmal gucken, was hast du. Und ja, noch ein paar überzählige Firehorns für den Fall, ne, dass unseres mal ausgeht. Eins habe ich auch verballert. Das erste, mit dem wir gespielt haben, das hat sich verdünnisiert. Das habe ich irgendwann mal benutzt und dann war es weg. Wir wollen jetzt aber mal, Wertner möchte mal. Okay, das ist sehr gut. Den muss ich bei den Whites gefunden haben, weil den findet man nicht so schnell. All Mages, Hunter, Monk, Bard und Rogue. Na, das kann der. Jetzt ehrlich, der. Du kannst das nicht anziehen? Nö. Ich weigere mich. Ich habe einen Cloak um, aber ich weigere mich, einen Cloak von den Elfen anzuziehen. Ja, bitte. Dann gehen wir das mal in Shinobi. Okay, alle minus 7. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal. Also erstmal verticken wir noch die Lux Slayer. Und dann gehen wir jetzt mal in die Katakomben. Und erforschen da weiter. Zaubern vorher noch diverse Zauber. Das ist erst C, ich werde es nicht mehr. Also, machen wir mal Misch, Wusch.
Dann machen wir Bard Song. Das machen wir, wenn wir drin sind. Da gibt er nämlich einen größeren Bonus und aus irgendeinem Grund schnallt das Spiel das nicht, dass wir das Dungeon betreten haben, sondern wenn man ihn im Dungeon zaubert, erhöht er die Rüstungsklasse um den erhöhten Wert, aber nicht, wenn man ihn draußen zaubert, draußen das Bardenlied beginnt und dann reingeht. Irgendwie komisch. Guten Abend, Master Luck. So, was soll ich nochmal? Dann wollte ich noch Cast 5 Marco. Cast 5 Levi. Cast 6 Sesi. Cast 6 irgendwas. Lesser Revelation. Und ja, dann gehen wir mal. Okay, speak to priest, Tyan. So. Bart. So, und du spielst die Traveler's Tune. Und da müssten wir jetzt auf einen relevanten Rüstungsklassenwert kommen. Wie wir auch sehen, das Level, die Begrenzung an minus 10 gibt es nicht mehr. Die ist, die bleibt weiterhin, oder die haben sie ja irgendwie aus dem Spiel genommen und die bleibt weiterhin aus dem Spiel. Schönen guten Abend, Flüssigmetallschlamm. Das habe ich. Ah, ich habe Locate Traps. Okay. So, ich meine, hier waren wir ja schon. Nein, hier waren wir ja schon ein bisschen. Ich kann ja mal kurz, wir können ja mal kurz das machen, was ich für ungefähr anderthalb Stunden gemacht habe. Also ich fange an, indem ich hier hingehe, kämpfe, das mache, das mache, das mache. Dann habe ich üblicherweise Shock Sphere gezaubert und du Dragon Breath. So, und dann geht das relativ schnell, wie wir sehen. So, dann ist das vorbei. Und dann finden wir einen Plate Armor, der nicht wirklich relevant ist. Inzwischen ist unser Dieb auch so gut, dass er Truhen ohne nachzufragen aufmacht, weil er 100% hat. So, und als nächstes dann nach hier gegangen. Das ist einfacher, wenn wir es so machen. Hier. Und habe Face Door gezaubert, um abzukürzen. Habe hier gegen die 45 Zombies gekämpft. So. Schon wieder Mithril. Bin dann weiter nach Süden gegangen. Mit einem nächsten Face Door habe ich hier nochmal gegen 28 Zombies gekämpft. So. Das haben wir für gewinnt. Und was ich danach, nachdem wir Apar gelernt hatten, gemacht habe, ist halt, das macht man am besten vom Beginn des Levels, aber wir können es ja mit der Karte, können wir es auch so machen. Wir zaubern uns hier hin. Da sind wir nämlich ein Level tiefer. Hier müssen wir vor einem Kampf üblicherweise weglaufen. Und hier kämpft man dann gegen 69 Whites und die bringen richtig. Die bringen nämlich das Zehnfache von den Skeletten, mit denen wir da vorher uns rumgeärgert haben. Und sie sterben genauso schnell. Sie können zwar withern, aber üblicherweise passiert das nicht. Und wenn, na gut, kostet halt was, aber wir kriegen ja so viel Geld. Das war das. So, und das Schöne an diesem Grinding-Spot ist, man kann halt hier einfach die Treppe hochgehen, dann wieder die Treppe runter und dann ist der Grinding-Spot wieder da. Aber wir wollen jetzt normal weiterspielen. Schönen guten Abend, Bruno. Wollte ich das nur mal kurz demonstrieren, was ich da für eine Weile gemacht habe. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns in diesem Level noch ein bisschen um.
Ich würde sagen, ich meine, hier gibt es eigentlich nur, haben wir den Hinweis schon hier? Ja, den Hinweis haben wir schon. Ancient King jetzt, The Ancient Witch King yet lives. Und es gibt noch genau einen anderen Hinweis hier, der eventuell eine kleine Bedeutung haben könnte. Jetzt kann ich lieber da hinkommen. Vielleicht. Nee. Sind wir da? You detect some movement ahead. Sag bloß. Hier ist wohl ein Kampf, ne? Naja. Dann können wir mal gucken, was da für ein Kampf ist. Oh, okay. Naja. Guten Tag, die Herren. Warte, ich sollte vielleicht mal die Geschwindigkeit hier wieder runterstellen. Hier. So, sind wir hier. Plate Armor, Canvac, Mace und brauchen wir auch nicht mehr. So, vier Figurines brauchen wir auch nicht mehr. Du hast schon Leather Gloves, du hast auch Leather Gloves, also können die auch weg. So, wieso drücke ich immer M? Weil M für mich Karte bedeutet. Ich muss aber J drücken, weil J ist die richtige Taste. Okay, also wir wollen hier noch einen Hinweis finden. Der ist... Nee. Ich will... Da will ich hin. Komme ich nicht hin. Hier vielleicht? Hier geht's lang. Okay. Darkness. Wie aufregend. Arch, 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 Arch. Hinweis. On the wall is etched this rhyme. 15 doors east and thou art there. On souls they feast in the dark one's lair. Ja. Okay, ich muss aber die Musik mal ein bisschen leiser machen. Das Problem ist, dass wir jetzt natürlich die Finns Flut haben, die super ist, weil sie Rüstungsklasse gibt. Allerdings macht sie halt blöderweise den Flöten-Sound. Und der ist halt nicht so schön, wie ich finde. Also, Audio, ein bisschen runter. Oh, noch mehr. Oh Gott, das sind, wo kommen denn die ganzen Untoten her? Man könnte fast. Nein, man könnte fast der Meinung sein. Die würden hier irgendwie mit Untoten arbeiten. So, wie ist das von der Schnelligkeit? Das ist mir zu langsam. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Gameplay ein bisschen schneller. So, vielleicht. Ich habe so viel geändert. Ich bin jetzt allerdings auch gewohnt, dass das eher so durchrattert. Also, nee. Aber ich meine, bei Skeletons können wir es ja eigentlich durchrattern lassen. Da okay. Das ist ja nicht so aufregend. Wir wollen ja jetzt auch eigentlich das Level verlassen. Ups. Weißt du was? So. Nee, Auto Battle gibt es nicht. Also, naja, nee, nicht wirklich. Wo zur Hölle bin ich hier? Ich bin nicht da, wo ich sein will. Ich will hier sein.
Was haben wir hier? Detect some movement, sagt bloß. Wieso? N15, E53, was? Spiel? Okay. Okay, ist immer noch nicht ganz glitchfrei, das Spiel, aber... so, wir wollen grundsätzlich... Was haben wir hier? Movement. Stairs near. Ja, da wollen wir hin. Wie kommen wir da hin? So nicht. Hier kommen wir auch nicht hin. Das ist der... Oh, braucht ein bisschen, bis sie erscheint, oder? Nee, die Anime... Oder? Doch, ja. Oh, Samurai. 8 Stück gleich. Lass mal. Okay, müssen wir doch machen. Gut. Halt, die Cast. Haben wir inzwischen was Besseres als Dragon Breath? No. Komm, das konnte man hier da irgendwie... All single day. Nee, jetzt keine Lust zu. Neutral Might. Wir haben schon Miebel, jetzt ehrlich? Okay. Ja klar, wir sind Level 5. Okay. Na gut. Mithril Helm. Kann auch irgendjemand einen Mithril Helm gebrauchen? Du hast schon einen, du hast auch schon einen, du hast auch schon einen, du hast auch schon einen und ihr könnt keinen benutzen. Wir machen jetzt aber mal die Trap weg. Und gehen jetzt mal die Treppe nach unten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht Yes gedrückt habe gerade. Spiel? Ja, wenn du das sagst. So, dieses Level ist deswegen interessant, weil wir... weil wir hier auf Drachen treffen können. Und die sind noch ziemlich unangenehm. Üblicherweise findet man in diesen Räumlichkeiten hier irgendwo mal welche. Diesen kleinen... Separés. Ja, wir können ja mal reingucken. Hier ist niemand drin. Also dieses Level Zombie Ogre Major nicht so aufregend. Gut, machen wir es mal. Ich meine, wir haben Miebel, da ist das. Mit Miebel kann man sich hier hinwagen. Also ohne Miebel würde ich es nicht machen, aber was diesen, was die Tatsache, dass wenn man weiß, wie man in das Level drunter kommt, wo man gegen die Whites grinden kann, das ist so eine sehr wichtige Information, wenn man das Spiel also schon mal gespielt hat, weil dann kriegt man Miebel relativ schnell. Andererseits finden wir ab jetzt auch interessantere Sachen. Ich meine, wir müssen hier nicht überall reingucken, aber vor allem ist auch eine Tür, genau, eine Tür ist genau eine One-Way-Door, aus der man nicht rauskommt. Okay, aber das ist ja auch zufällig der Weg, den wir nehmen wollen. Wir haben allerdings nicht besonders viele Spare Points. Okay, lass mal. Aber also, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, Bart und Work, eine wäre durchaus sinnvoll. Also aus Effizienzgründen. Ich meine, es ist. Die ursprünglichen Bartstale-Macher haben sich dafür entschieden, den Work komplett nutzlos zu machen. Das ist immer noch ein ziemlich cooler Effekt, finde ich. Dieser Anti-Magic-Effekt. Also der ist einfach. Cool. So.
hier ist jetzt alles aus. Und dann gehen wir jetzt natürlich mal in den Raum dahinter. A sign proclaims that you have entered the chambers of Bashar Kavilor, High Priest. Prepare to die. Okay, dann bereiten wir uns mal vor. Indem wir einen Schritt zur Seite... Blödes Dreckspiel. Da ist auch eine Falle. Okay, ich bin mir... Also entweder habe ich im Original die Falle nicht gefunden oder ich habe sie in meine Karte nicht eingetragen, was eigentlich nicht sein kann, weil ich habe alles richtig korrekt eingetragen, immer in meinen Karten. Hier waren nicht überall Fallen, aber gut. Hier konnte man... Aber es ist ja Wurst. Wir sind poisoned, das machen wir mal weg. Mach das mal weg. Und haben auch kurz Licht, weil Entgiften ja Licht erzeugt, wie wir wissen. Ist uns allen schon mal so gegangen. Weil Rogues keine Fallen entdecken. Du denkst da an andere Computerspiele. Das ist nicht die Aufgabe eines Rogues. Die Aufgabe eines Rogues ist auch nicht, die Falle zu entschärfen. Die Aufgabe des Rogues ist nur, eine Falle zu entschärfen, die sich an einer Truhe befindet. Und dabei eine relativ geringe Chance zu haben. Und entschärfen tut ihr die Falle, indem ihr den Namen der Falle ausspricht. Was auch ganz witzig ist. Für all das benutzt man normalerweise Magier. Ich überlege, ob wir nicht doch vielleicht zurückgehen sollten. Ich glaube, wir sollten zurückgehen. Wir haben nicht mehr volle... Ich habe ja ganz gerne ein paar mehr Spellpoints. Und dann werden wir das gleiche, das Ganze nochmal ein bisschen konzentrierter angehen. Und hier kommen wir natürlich nicht durch. Aber zum Glück haben wir ja Krysania mit Festor. Der Witz ist nämlich, wenn man den Spell noch nicht hat, dann sollte man hier eigentlich auch noch nicht sein. Aber wenn man ihn noch nicht hat, dann muss man quasi durchs halbe Level durchlaufen. Und das ist ein bisschen doof. Ja, nee, wir können natürlich auch einfach... Ne, warum nicht? Ist da so viel einfacher. Wir können das, müssen uns ja mit der Inconvenience auch nicht übertreiben. So. Dann schmeißen wir Roscoe noch ein bisschen Geld in den Rachen. Achso, übrigens zu Geldsituation. 125, 80, 80, also wir haben ein bisschen Geld, 125, also wir haben Geld. Das reicht für eine Weile. Okay, würde ich sagen, teleportieren wir uns da mal wieder hin. Hier haben wir quasi beim letzten Mal aufgehört. Also geht's ja wieder alles aus. Ja, ist gut. So, dann würde ich sagen, sind wir jetzt mal schlauer und machen Trap-Zap. Wumm, wumm. Dann sind wir schlauer und machen Trap-Zap. Wumm, wumm. Ja, das war Standard. 8 Inventar-Slots war... hatte das Originalspiel auch. Reicht ja auch völlig. Ich meine, ich finde die 5 von Might Magic finde ich ein bisschen dünn, muss ich sagen. Wir wollen dahin. Trapzap. Man hat fast den Eindruck, hier so ein Raum voller Fallen, der möchte ich ja keine Besucher haben. Sechs? Was meinst du mit sechs? Bin mir ziemlich... Falls du die Slots von Might Magic meinst, bin mir ziemlich sicher, es sind fünf. Fünf im... Wer ist das hier? Bladesman. Geh weg. Ah, ja, also wieder Darkness. Na gut. Puff. 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 Sind es nicht fünf im... Fünf, die man anlegt und fünf im Rucksack.
A, B, C, D, E, F. Nee, du hast recht. Es sind 6. Es geht bis F. Hm, wieso denke ich an 5? Eher also nicht. Wahrscheinlich, weil ich nicht zählen kann. Ja, 0 bis 5, das ist genau das. Nullte Platz. Ist hier immer noch Darkness? Ja, ne? Ja, okay. So, und vor lauter Gebrabbel habe ich schon wieder vergessen, wo wir jetzt sind. Da sind wir. Ah, guten Tag. You have entered the living chambers of Basha Kavilor, the High Priest. He screams, Infidel, face now the wrath of a servant of the Bad One. Okay. Make America great. I think you're in trouble. Because there's one master sorcerer. Ja. Ja. Ich meine, ja. Ich meine, ne? Halt. Ich meine, wir können ja... haben wir irgendwie Anti-Magic? Ja. Okay, für den Wind-Ogre hat's gereicht, aber ich meine, Lord Lucas guckt den mal schräg an und dann fällt er um. Der ist ganz alleine, seine Freunde sind... Er hat immerhin ein Goldstück dabei. Seine Freunde sind genau genommen, wo sind sie denn? Also hier ist erstmal ein Geheimraum, in den gucken wir mal kurz rein, der ist nämlich wichtig. To the tower fly, a mad one die, once lost the eye. So ist es hier. Meine, wir können noch mal kurz nach hier, weil hier sind nochmal 49 Whites für Spaß. Relax, hurra. Ich würde sagen, was wir jetzt mal machen, ist, wir benutzen jetzt mal eine Samurai-Figurin. Mit 11 Hitpoints wird ja immer fantastisch. Wir würfeln richtig gut. Ich glaube, hier ist das. Haben wir Misch noch an, ja? Also, der Basche Kavilor hat so gesehen keine Freunde, aber er hat ein Haustier und das ist hier. This is the High Priest's treasure chamber. His pet dragon Sphinx peers at you hungrily. Sphinx, eat now. Okay. Ja, aber wenn du essen willst, wieso greifst du uns dann an? Ich dachte, du willst jetzt was essen. Naja, okay, du willst eben nichts essen, sondern sterben. Wenn du das so tun möchtest, dann bitte sehr. Und wenn der vor uns dran ist, haben wir ein Problem. Allerdings ist er nicht vor uns dran. Und Wärtner pupst ihn um. So, und jetzt sind wir mal gespannt, was wir in dieser Treasure Chamber finden. 10 Goldstücke. Yep. Und mehr ist hier nicht. Das ist so ein Bullshit. Also, das ist so... Das war Game Design. So, den gehen wir hier mal raus. So, und jetzt können wir auch wieder theoretisch zurück. Ich glaube, jetzt haben wir uns den Rückweg eröffnet. Allerdings bedeutet, dass wir durch ein kompliziertes Labyrinth hier durch müssen. Hier ist nichts drin, ne? Nee. Death itself, dankeschön. Okay, und jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil. Hier. Wird. Wie konnten wir die sehen? Spiel? Whatever. Hier in diesem. Also hier haben wir so mehrere Räumlichkeiten in diesen Blöcken angeordnet. Okay, hier sind Fallen. Ich mache das nochmal anders. Ich zaubere nochmal Levi.
Und, ach, wir haben auch keinen Susi an. Das ist... Oder Sisi. So, dann machen wir hier die Pfeile mal weg. Dann können wir hier ein bisschen so... Hier haben wir halt diese Blöcke von Räumen. Und ich glaube auch irgendwelche Teleporter. Oder Spinner. Irgendwas war hier. Und da ist mehr oder minder nichts drin. Aber hier unten haben wir... Nein. Diesen ganzen Bereich hier. Oder vielmehr, das ist noch eine Zeile. Darin befindet sich die sagenumwobene Stasis Chamber und halt diese 15 Doors East on Souls Day Feast in the Dark One's Lair Kollegen. Oder der Kollege, um den wir uns nicht kümmern wollen. Wir werden ihn uns angucken, ob er noch so ist, wie er sein sollte. Allerdings sollen wir das... Ich mache es immer falsch. Erst Cast. So. In Bard's Tale 3 gibt es einen Zauber, der alle Traps auf dem Level deaktiviert. Das ist wirklich praktisch. So, hier. Ich würde sagen, wir machen das einfach. Speichern wir mal und gucken, wo hier die. Hier muss irgendwo die Stasis Chamber sein. Something special? Ja, hier. There's something special here. Jetzt müsste. In diesem Raum müsste der Hinweis sein. Genau, Stasis Chamber ahead. Those who venture ahead should prepare for a long stay. Die Idee ist, dass man diesen Raum durch diese One-Way-Door betritt und dann nicht mehr verlassen kann. Was in diesem Level auch im Original eine komplette Albernheit war, weil man sich aus diesem Level raus teleportieren konnte. Es gibt noch eine weitere Stasis Chamber in Kyliarans Tower und da kann man sich nicht raus teleportieren. Und da werde ich mal sehen, was passiert, wenn wir hier reingehen. Welcome to Stasis. Please remain calm. Das ist neu. Das finde ich lustig. Okay, sie haben es geändert. Das war nämlich mein Kritikpunkt an der Nicht-Legacy-Version, dass man hier einfach rausgehen konnte. Das war komplett albern. Ja, wir sind jetzt in der Stasis Chamber. Steht da irgendwas? Please remain calm, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob im Original Face Door funktioniert hat. Ja. Wahrscheinlich ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Kyliarans Tower nicht geht, weil es gibt, wenn ich mich recht entsinne, einmal den Parameter, ob man sich in einem Level teleportieren kann. Also ob man sich rein teleportieren kann, ob man sich raus teleportieren kann, ob man sich innerhalb des Levels teleportieren kann. Und es gab meines Wissens auch ein Parameter, ob Wände weggefaced dort werden konnten. Also ob man Wände wegzaubern konnte, weil das ging nicht mit allen Wänden. Ich bin mir allerdings nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das nicht erst im späteren Bard's Tale eingeführt wurde. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Stasis Chamber verlassen. Das war alles ganz, ganz aufregend. Sie haben sie auf jeden Fall nicht mehr... Sie haben die Albernheit wieder rausgenommen, die sie hatten. So, hier haben wir jetzt... das ist auch im Original ziemlich unfair. Wir haben ja diesen Hinweis bekommen, 15 Doors nach Osten, also 15 Türen nach Osten. Und da ist irgendwas Schlimmes. Und was wir jetzt halt machen können... 15 Doors, ja okay, 15 Türen, nur das wissen wir ja noch nicht. Ne? Also wenn wir hier zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind 15, könnt ihr mir glauben. Und hier ist was Schlimmes. So, der Witz ist, das weiß man ja nicht. Man weiß ja nur 15 Türen, also könnte man sich denken, na gut, wenn ich jetzt durch die 14. Tür gegangen bin, dann sollte ich vielleicht langsam mal anfangen nachzudenken. Das Fiese ist, das sind One-Way-Doors. Das heißt, wenn du durch die erste durch bist, musst du, ich meine klar, du kannst Face-Door machen und dich wieder raus, ne, und so weiter. Aber du kannst theoretisch hier nicht wieder raus, auch wenn du den Hinweis hast. Ich meine, was man halt machen sollte, ist dann halt nicht durch die 15. Tür gehen. Aber wir machen das einfach. Wir sollten uns vielleicht vorher noch jemanden dazu holen zur Verstärkung. Vielleicht ein Windwolf. Und dann sollten wir vielleicht ein anderes Bardendate spielen. Ups, du solltest erst lesen, dann klicken. Nee.
Anti-Magic, das ist ganz gut. So. Ihr Taxi Move in Dead. Ja. Something Special auch noch. Das ist die Stasis Chamber. So, jetzt sind wir. Soul Sucker. Ich meine, der ist so putzig. Der ist so glubschäugig und da. Also man möchte ihn fast adoptieren. Allerdings wird er 250 Punkte Schaden machen auf die ganze Gruppe. Also der wird uns jetzt umpusten. Es sei denn, wir sind vor ihm dran. Oh, wir leben noch. Okay. Na dann, Attack from Shadows. Nice. Okay, wir haben den Soulsucker sogar gekillt. Das ist besser, als ich dachte. Und er gibt popelige 1000 Punkte. Das ist 62 Pieces of Gold. So, und jetzt, das ist interessant. Das ist nämlich im Original auch nicht so. Eigentlich hängt man hier jetzt fest. Im Original fehlte nämlich meines Wissens, wie gesagt, es ist alles, kann alles sein, dass ich mich da irre, weil das ja auch schon alles so lange her ist oder ich es vielleicht seinerzeit auch einfach falsch eingetragen habe. Aber meines Wissens gibt es hier keine Tür im Original. Das heißt, man steckt dann hier fest. Ich meine, klar, ne? Teleportation und Face Door funktioniert, aber so, dann kommst du hier hin, schaffst es, das Ding totzuschlagen und dann kommst du aus dem Raum nicht raus. Der Witz ist, dass wir jetzt ja nur durch die Stasis Chamber hier raus können. Das ist ja auch nicht besonders gut überlegt. Und jetzt von dieser Seite haben wir keinen Hinweis, dass wir hier nicht rein können. Was? Von dieser Seite ist es auch keine Stasis Chamber. What? Okay, von dieser Seite ist es eine. Okay, Spiel, willst du mich? Also, als wir von hier gekommen sind und hier reingegangen sind, war das die Stasis Chamber. Wenn wir jetzt von hier kommen, ist es so, wie es im Nicht-Legacy-Mode war, dass dieser bescheuerte Raum einfach Türen in alle Richtungen hatte. Okay, dann wollen wir jetzt mal ausprobieren. So, jetzt gehen wir hier mal raus. So, jetzt kommen wir nochmal von der Seite. Die Stasis Chamber ist nur einmal da? Was? Okay. Ich möchte mal kurz anmerken, Bullshit. Aber gut, na naja, gut. Also was heißt, ich meine, die Stasis Chamber ist ja nur auch nicht so relevant. Also ist ja nur so ein kleiner Gag, den man ja sowieso normalerweise umgeht. Es ist aber komisch, dass es die Art, wie sie es implementiert haben, die Änderung, finde ich irgendwie interessant. Okay, wir laufen jetzt allerdings mal kurz weg, weil wir ja irgendwie alle tot sind. Ja, One-Time Stasis Chamber, in der Tat. Huh. Interessant. Ja, und wieder schönes Gameplay aus den 80ern. Nachdem jemand gestorben ist, müssen wir danach dann wieder die Party-Order von Hand ändern. Weil das Spiel sich das natürlich nicht merkt. Das hätte ja. Na gut, früher ging das nicht. Heute würde es gehen. Aber wir spielen den Legacy-Modus. Wer war Nummer 3? Du, ne? Ja. Shinobi. Und was ich auch immer noch total albern finde, dass wir auch den letzten Charakter noch benennen müssen. Ja, wo soll Crysania denn hin jetzt in der Reihenfolge? Spiel, wo? Das haben sie in den 80ern besser gemacht. Ja, also das war irgendwie ein bisschen strange, diese Stasis Chamber. Aber gut, wir haben es, wir wollten es rauskriegen, wir wollten es erforschen, oder, ne? Was? Ich will da rein. Du kämpfst hier gegen. Wir wissen jetzt, wie sie es gemacht haben. Oder was der Unterschied zu der normalen Version des Spiels ist.
im Legacy-Modus haben wir zumindest eine One-Time-Stasis-Chamber. Ich meine, es könnte, ich will es jetzt nicht beschreien, aber es könnte auch sein, dass das in einem Nicht-Legacy-Modus so war, ich nur seinerzeit von der falschen Richtung reingegangen bin. Und wenn man von da aus kommt, also von der Seite des Soulsuckers sozusagen, dass das dann immer quasi ausgeschaltet wird, die Stasis-Chamber. Aber nee, whatever. Sei es, wie es sei. Wir gucken weiter. Wir sind jetzt mit dem Level auch, ich glaube, fertig. Können uns ja hier teleportieren. Nein. Journal. Ich meine, wir können ja so tun, als müssten wir das Level noch erkunden, sind wir mal. Ach, Herr Jemine. Hier. Ja, ich liebe diese Room-Mazes. Das. Hier ist die Treppe, ja. Ich gehe runter, runter, rüber, raus. Wieso habe ich das eben nicht gemacht? Na, whatever. Wir können ja noch hier wieder den ganzen Kram machen. Noch in ein paar Räumlichkeiten reingucken. Hier ist nix. Hier ist ein Movement. Blue Dragons, das ist ja. Okay, das könnte interessant werden. Okay, sie leben noch, das ist nicht gut. Anti-Magic hat funktioniert, das ist gut. Ein Blue Dragon ist tot. Und wir repellen. Okay, wir sind inzwischen hochlevelig genug, dass wir auch repellen können. Okay, na gut, dann müssen wir uns ein bisschen weniger Sorgen machen. Und wir finden eine an der Identified Weapon, wie aufregend. Wenn du in Bardstay auf eine Stelle trittst, wo die Leiter zum nächsten Dungeon müsst, aber du findest dort nichts, was würdest du tun? Hm? Das Spiel beenden und einen Bug-Report schreiben? Ah, hier ist dunkel. Hier ist nichts. Ninjas, Wild Control brauchen wir nicht. Death Itself. Naja, oh, kann man mal aus. Halt. Ich denke, zwei Miebel müssten die Problematik beenden. Jo. Stone Elementals, Doppelge Spinners. Nee, danke. Blut, der 5 Stück, das ist ein bisschen viel. Okay, ich sollte vielleicht einfach mal wieder Licht machen, dann sehen wir auch mehr. Naja, es wird auch noch Foren geben, wo sich C64-User austauschen. Es sei denn, du meinst die Treppe in Manga Level 3, die erscheint erst, wenn man das dazugehörige Rätsel gelöst hat. Genau, also es ist ähnlich aufwendig zu bekommen. Und vor allem muss man ihn jedes Mal holen, das ist wirklich nervig. Scarlet Monks, okay. Stoneman ist Jade Monk, okay. Nee. Ich meine, was laufen wir hier eigentlich noch rum? Wir brauchen hier nichts mehr, wir können einfach... Das ist halt so eins von den Sachen, die halt ein bisschen schade sind, dass halt der... Das ist halt zum Großteil nichts. Also
Es ist, man geht es halt beim ersten Mal alles ab, klar, weil man die Karten zeichnen will. Aber wenn man weiß, was wo ist, da ist so viel, wo man nicht hin muss. Das ist. Beim Klon im dritten Dungeon. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also nicht beim eigentlichen Bard's Tale, weil beim eigentlichen Bard's Tale gibt es meines Wissens nur diese eine Treppe. Und wenn irgendwelche andere Treppen nicht da sind, dann ist es üblicherweise ein Bug. Und die C64-Version kenne ich sowieso nicht. Okay. Nee, diesen Klon kenne ich offensichtlich nicht. So, nicht schon wieder M. Okay, wir gehen jetzt in das interessantere Level. Würde ich sagen. Zack, 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 zack. So. Das ist eines meiner Lieblingslevel von der Optik. Deswegen bin ich versucht, hier mal alles abzugehen, weil das einfach. Ich weiß auch nicht, warum ich das gut finde. Das ist irgendwie ein schönes Level. Wir sollten vielleicht mal ein Bardenlied spielen. Wie wäre das denn? Und dann sollten wir vielleicht mal. Nee, haben wir nicht noch irgendwo? Hat nicht irgendwer noch? Hier. Movement ahead. Autsch! Also unsere Special Monsters, die halten wir uns nicht lange. Also das muss ich ja sagen. So, hier ist der Anfang, ne? Ja. Also das ist halt quasi so keilförmig hier, fächert sich immer weiter auf, dieser Hauptgang. Und hier sind halt so Zellenblöcke angeordnet und hier oben ist so ein Room Maze und hier ist dann, sind so andere Räume. Und hier ist ein Bereich, in dem man. Dem man, wenn man die Karte gezeichnet hat, feststellt, dass man da nicht reinkommt. So ein rechteckiger Bereich. Dieses Level war wirklich immer sehr aufregend. Das wollen wir nicht. Eieiei, die sind nicht gut. Da wollen wir mal mit großflächigen Waffen arbeiten. Yo, insane, das ist. Haben wir was gegen Insanity? Ich glaube nicht. Haben wir hier Healing? Wir haben schon Rest? Echt? Wow. Wir sind so gut ausgestattet. Was mache ich mir Sorgen? Wir sind viel besser ausgestattet, als ich das dachte. Okay, na gut, dann gucken wir uns erstmal die Räume hier unten an. Nee. Und hier haben wir nur diesen einen Raum. Dann geht man hier hoch. Mal in den nächsten. Hier hat man schon zwei. Und das führt sich halt so weit immer fort. Marco. Ja, wir sind eigentlich für das Level aus eigentlich gut genug, würde ich sagen. Vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Movement, mhm. Lalalala. Hm, ja, warum nicht? Tick, 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 tick. Headcast.
Okay. Na, da kann ich leider nicht helfen. Immerhin 13.000 Erfahrungspunkte, gar nicht schlecht. Wir sollten mal anfangen, Sachen wegzuschmeißen. Helm brauchen wir nicht mehr. Ne? Das kann weg hier. Das behalten wir mal noch. Ach komm. Death itself, okay. Also müssen größer sollten die Kämpfe schon sein, damit wir uns damit beschäftigen. So, jetzt haben wir noch. Also hier kann man sich dann so vorstellen, hier sind irgendwie die, weiß ich nicht, die Rekruten oder Acolytes oder was auch immer untergebracht. Hier die Stairs. Hier sind die Whites. Nehmen wir natürlich gerne mit. Weil ich meine, Punkte brauchen wir ja trotzdem noch. Da. Murder, Death, Kill. Okay. Okay. Ja. Nee. Okay, inzwischen schlägt auch unser Bade die Monster tot. Lord Lucas allerdings nicht. Na gut, wenn er nicht Critical schlägt, dann wird das auch nix. Okay. Wie ist denn inzwischen deine Critical Chance? Ach Spiel, ich hab was anderes zu tun. 90 ist eigentlich gar nicht schlecht. Also von den Figurines in Bard's Tale ist eigentlich nur eine hilfreich. Das ist die, die man nach dem Lösen eines Rätsels bekommt, nämlich die Thor-Figurin. Weil die ein... Oh! Man könnte fast meinen, wir würden gegen drei Jademonks kämpfen, aber nein, wir kämpfen gegen einen Jademonk, noch einen Jademonk und noch einen Jademonk. Die mögen sich nicht. Oder die sind socially distancing. Das kann natürlich auch sein. Social distancing-Ding, ne? Wegen... Also, ja. Weil die Figurin hat halt den Vorteil, dass der Critical schlagen kann. Ansonsten, wenn man Wind Dragon hat, wird man immer den Wind Dragon benutzen, weil der ist zwar nur eine Illusion, allerdings schnallen das die Monster in diesem Spiel nicht. Oder 99% der Monster schnallen das nicht. Und es ist ein Drache, das heißt, er hat zumindest die Möglichkeit eines Odem-Angriffs, was eine Gegnergruppe immer aus dem Spiel nimmt, was immer sehr praktisch ist. Ja, das stimmt. Das könnten sie. Ja, hier, unser Samurai, der ist da. Richtig unterwegs. Lalalala. Also ich mache das eigentlich nur, weil ich dieses Level einfach aus Tradition ganz gerne komplett erkundet habe, um es mir angucken zu können. Es hat keinen tieferen Grund und es ist einiges ist auch Zeitverschwendung, was ich hier mache, aber nee. Ist gerade mein Seesee ausgegangen? Dann mach das mal neu hier. Da war eine Falle. Meine professionelle Meinung von der Situation?
die ich auch nicht eingetragen habe. Okay, also entweder haben sie noch ein paar Sachen anders gemacht oder ich habe... Aber ich habe wahrscheinlich auch einfach irgendwann nicht mehr alle Fallen eingetragen. Ist durchaus denkbar. Chaos, Shoxia, Dragon Breath. Bartzort, hurra, brauchen wir nicht mehr. Warte, früher oder später müssen wir eh wieder das Level verlassen. Something special, das wäre dann auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, da ist ein Teleporter. Ups. Nee, Magicians. Ihren blöden Wither Strike. Obwohl, gegen West hilft das nicht. Conjurers. Warum nicht? Ach, irgendwas Interessantes hier. Nope. So, dann haben wir den unteren Teil des Levels fast fertig. Wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, wir killen die Black Widows einfach, bevor sie irgendwas Unschönes machen können. Miebel ist schon nett. Das Dumme ist, dass es nicht wirklich mehr ein Upgrade gibt. Wenn irgendwann Miebel nicht mehr ausreicht, dann... Das ist so ziemlich der... Ich glaube, es gibt in Bartzort 1 keinen besseren Angriffszauber. Also abgesehen von Death Strike und so ein Kram. Aber Sorcerer sind schon relativ gut, was das Schadenmachen angeht in Kämpfen. Oh ja, das ist der Teleporter. Ja, haha, stimmt. Ich habe ihn vergessen. Der letzte Raum hier enthält einen Teleporter, der uns hierhin bringt. Wir können ja eine Squareside machen. Stimmt nicht, er bringt uns da an. Das ist richtig. Hier ist der andere Teleporter, den wir benutzen müssen, um in den Bereich hier zu kommen. Genau, so ist es. Okay. Na gut, jetzt sind wir in dem Teil des Levels, den wir auch erkunden wollten. Also erkunden wir den jetzt. Nee, okay. Blue Dragons können auch aus der zweiten Reihe angreifen, würde ich mal vermuten. Ich würde sagen, schlagen wir die mal bevorzugt tot.
Und du zauberst mal Rest. Wissen wir, der lebt immer noch? Na, nee, jetzt aber. Meine Güte. Na gut. Acht Ninjas, Goblin, Zombies, das lohnt sich. Ja, und ich würde sagen, als nächstes wollen wir dann nochmal das Dungeon verlassen und uns wieder auffüllen. Noch ein Feuerhorn. Ja, kann man nie genug von haben. Okay, dann würde ich sagen, werden wir uns mal kurz raus teleportieren. Und zu Roscoe gehen. Und dann auch mal eine kleine Pause machen. Dann kann ich mir nämlich ein neues Getränk holen. Und wir sehen uns gleich wieder. In 2 Minuten, schätze ich. Also eine kleine Pause. Bis gleich. Okay. Also. Da bin ich wieder. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ein Schluck. Okay. So. Also. Was? Falscher Tempel. Ja, bin verwirrt, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Obwohl, ich meine, wenn wir... Ne, es ist Nacht. Reviewboard hat zu. Wir können uns leider nicht auf dieses Level teleportieren. Das ist... das geht nicht. Das ist nicht vorgesehen. Deswegen teleportieren wir uns zur Treppe und gehen runter. Und... haben den Teil des Levels erkundet. Dann erkunden wir noch ein bisschen weiter. Das hier ist auch lustig. Oh, dieser... Also das ist ein Glitch, der ist immer noch drin. Dass man mal einmal das Journal auf hat. Nee, jetzt nicht mehr. Nur nach einer Teleportation offensichtlich. Da die Koordinaten immer noch angezeigt werden um Dings. Naja. So, hier meine lustige Something Special. Ja. So, jetzt gehen wir hier lang. Und Gott ist der Gang lang. Gott ist der Gang lang. Gott ist der Gang lang. Ja, wir werden teleportiert. Und zwar von. Können wir ja mal. Das machen wir hier. So. So. Jetzt werden wir teleportiert. Ja, es gibt diesen ganz... Das finde ich sehr gut, dass wie sie das... jetzt nicht. Wie sie das gelöst haben. Dass es einen ganz leichten Effekt gibt. Das, im Original gab es natürlich gar keinen grafischen Hinweis, dass man teleportiert wurde. Aber hier... Und das verstehe ich, dass das aus heutiger Sicht ein bisschen komisch ist. Gameplay-mäßig. Aber dieser ganz leichte dieser kurze Effekt, den man, wenn man nicht drauf achtet, übersehen kann. Wenn man drauf achtet, allerdings wahrnimmt und dann weiß, dass man teleportiert wurde, das finde ich, haben sie gut gemacht. Es ist halt nicht... Ich meine, es ist halt albern, wenn man die Minimap anhat, dann sieht man halt sofort, dass man teleportiert wurde. Aber gut, die muss man ja nicht anmachen. Aber dass das halt nur so ein subtiler Hinweis ist und nicht so ein Hier, du bist teleportiert worden, Achtung, Achtung. Was die ganze Sache dann immer etwas
witzlos macht. Eine Sache sollten wir noch machen. Wir sollten noch in diesen Raum. Bitte sehr, bitte sehr. Ja, ja, wir bringen alle um. Ja, bis auf zwei. Drei. Okay. Bum, bum, bum. Ne? Bum, bum, bum. Bum. A message is scrawled on the wall in blood. In welcher Wall? Wir stehen vor keiner Wall, aber wahrscheinlich die auf der linken Seite. Seek the mad one's stony self in Harkins Domain. Machen wir. So, und wenn man das hier jetzt alles so abgeht, dann werden wir uns hier wieder dem Teleporter nähern und dann stellt man fest, dass man in diesen Raum überhaupt nicht rein kann und man sich in diesem Level auch nicht teleportieren kann, wenn ich... mich recht entsinne. Nee, wir können uns nur raus teleportieren, aber nicht rein und auch nicht innerhalb. Das heißt, das ist halt so dieser Erkundungsprozess, den man beim allerersten Spielen hat. Was ist das da? Und dann findet man den Teleporter, denkt sich schon, wow, da ist irgendwas. Und dann kommt man aber nur hier hin. Aber das ist schon nicht falsch. Und wenn man hier ist, kann man nämlich das alles erkunden, was wir jetzt nämlich noch machen müssen. Und dann findet man da dann spätestens irgendwann einen Zugang. Da sind wir. So. Teleportiert. Du hast eben mal World of Xeen durchgespielt? Okay. Sagen, die Mighted Magics. Also gerade ist es dann interessant, wenn man die Mighted Magics mit Bard's Tale vergleicht. Ich meine, es ist ein bisschen unfair, weil Mighted Magic danach kam und ne. Aber ja, ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich mal einen Bard's Tale Speedrun versuche. weil da gilt ja das Gleiche. Aber ja. Ja, aber was ich sagen wollte, dass Mighty Magic eigentlich alles besser macht als Bard's Tale. So, da ist ein Spinner, okay, der Effekt, ja, der ist okay. Oh, ja, mach mit. Wirst nicht lange leben, aber schön, dass du dabei bist. Und hier können wir den Spinner umgehen, indem wir uns durch diese Räume kämpfen. Okay, das lohnt sich.
Ja gut, aber ich hab mir ja zum Ziel gesetzt, dieses Level komplett zu erkunden, deswegen machen wir das auch. Autsch! Hey! Oh, unser Wizard hat was gemacht. Von Hand, Moment, der hat zugeschlagen für 19 Punkte Schaden. Wow, okay. Aber wirklich eine Inselbegabung für einen Wizard, aber na gut. Okay, mit ein oder zwei. Okay. Ja, ich meine, gut, das erhöht dann die Erfahrungsausbeute, das stimmt. Aber gut, dann sollte man auch wirklich wissen, was man tut. Also das, aber, na gut, wenn du das Spiel auswendig kennst, ist ja davon zu, ist ja zu vermuten, dass du das tust. Ja, lass uns hier von den ganzen Hunden beißen, das ist so unhygienisch. Geht mal weg hier. Shit. Oh, nett, endlich mal ein Fortschritt. Zieh den mal an. So, wo wir. Ach, das ist wieder das. Na, dann gehen wir mal nach hier. Oh, genau. Das, okay, wunderbares Beispiel. Hier in diesem Level funktioniert Facedown nicht. Okay. Natürlich, genau. Bin ich genau durch die falsche Tür gegangen. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen kleinen Umweg machen. Aber wir waren hier ja auch noch nicht fertig. Oh, 6 Blue Dragons, ein bisschen viel. Oh, 66 Zombies, das klingt handhabbar. Kann man Might and Magic denn, oder also World of Xeen, mit jeder Charakterklasse als Solo-Charakter durchspielen, oder? Wofür ein, also ich könnte mir vorstellen, irgendwas, der nicht zaubern kann, wird das aber eng, oder? Also jetzt ohne länger drüber nachzudenken, einfach vom Gefühl her. Weil zum Beispiel, wenn ich mir mal vorstellen würde, dass ich die, was ich mir auch schon mal überlegt hatte, ob ich die Goldbox spiele, also die Forgotten Realms Tetralogie mal mit einem Charakter spiele, da gibt es so viele Möglichkeiten, mit denen man das realistisch schaffen kann, eigentlich nicht. Müsste schon irgendwie, also Dual Class sein, Paladin und, also Paladin Magier wahrscheinlich, oder irgendwie sowas in der Art. Ah, okay. Spielst du dann nur mit einem Dieb oder mit einem Dieb plus einem Zauberer? Oder Ninja, ja. Okay. Ah, jetzt. Ups, da sind wir teleportiert worden. Genau, ja. Jetzt habe ich genau das gefunden, was ich eigentlich. Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt da drin, in diesem Ding. Gut, dann machen wir das jetzt. Okay. So, hier geht natürlich alles aus. Und jetzt müssen wir auch noch kämpfen. Okay, stehen wir jetzt auf einem Anti-Magic-Feld? Mal gucken, was passiert. Ja, Anti-Magic. Jetzt mal gucken, ob der.
Der Wizard zaubert auch nicht, okay. Weil das ist nämlich auch sowas, was gerne mal in alten Spielen falsch gemacht wurde. Man steht auf einem Anti-Magic-Feld und man kann trotzdem zaubern. Und manchmal war es so, die Entwickler haben daran gedacht, dass die Charaktere da nicht zaubern können, die Monster können es aber trotzdem. Stimmt. Okay. Was ist es? Kann mich jemand einen Schritt machen, ohne dass wir belästigt werden? Das ist ja furchtbar. Also, wir haben hier Anti-Magic, wir haben Dunkelheit. Ich glaube, wir haben hier Dunkelheit. Nee, wir haben Anti-Magic, deswegen können wir nicht. Aber wir können eine Lampe benutzen. Ja, schlau sind wir. Ja, keine Lampe benutzen. Und genau, und das ist kein genau, das hatten sie ja geändert. Es gibt ja zwei Arten von Licht: magisches Licht und nicht magisches Licht. Und nicht magisches Licht ist von Anti-Magic nicht betroffen, was ich auch eine gute Lösung finde. Weil im Originalspiel war es so, oder ich glaube, es war in einigen Versionen so, dass man das Anti-Magic jede Form von Licht ausgeschaltet hat. Also auch eine Fackel. Und dann gab es, ich glaube, in der PC-Version war es so, dass Licht von Anti-Magic gar nicht betroffen war. Ich glaube, so war es. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der PC-Version keine Unterscheidung zwischen magischem und nicht magischem Licht gab. Und ich glaube, das blaue Licht, das wir schon mal hatten, das ist das magische Licht. Das würde einen gewissen Sinn ergeben. Okay. Na gut, Darkness macht Licht natürlich aus. Ja, Darkness macht Licht aus. Weil es halt Darkness, aber Anti-Magic macht nur magisches Licht aus. Ne, gutes Konzept. Ich meine, dann gehen wir hier mal kurz im Dunkeln durch, ist ja nicht so wild. Wir sollten uns vielleicht nochmal. Wir können ja nicht. Wir können aber Item benutzen. Haben wir kein Dings mehr? Ne, da nicht. Licht. Machen wir ein paar Fallen aus. Hier auch nochmal. So, was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte mit uns einen Kollegen herbeizaubern hier. Komm mal hier. Was nehmen wir denn mal? Wind Warrior, komm her. 22 Hitpoints, ein Ninja, fantastisch. Uns kann nichts mehr schief gehen. So, hier geht jetzt wieder alles aus. Flop. Okay. Okay, vielleicht ist das der Unterschied zum Nicht-Legacy-Modus, weil das ist definitiv hier kein Darkness-Feld, sondern ein Anti-Magic-Feld. Und unser nicht-magisches Licht ist ausgegangen. Okay. Na gut. So, aber deswegen sind wir hier. Und hier finde ich es echt schade, dass sie nicht die Grafik aus der PC-Version genommen haben, weil der sieht in der PC-Version, in der EGA-Version so viel besser aus, als der hier aus der Amiga-Fassung. Before you lies the ancient burial chamber of King Eldric, now a creature of darkness. Now, mortal man, I will drink of your souls. Hier ist es. Ne, kannst du ja mal versuchen. Im schlimmsten Fall wirst du uns ein Level drainen, aber na gut, bitte sehr. Können wir einfach mal Afi machen. Du machst Rest. Stopp. Was habe ich hier gedrückt? Obwohl, wir haben da inzwischen bessere Sachen. Haben wir nicht sogar schon Deathstrike? Nee, haben wir nicht. Nee, hätte er sein können. Spectre und du must rest. Und dann groped der auch noch. Das gehört sich aber nicht. Aber es war ja nur eine Illusion, den er da angegrapscht hat und naja, und schon ist alles tot. Und wahnsinnig, 500 Erfahrungspunkte. Ja, das weiß man nicht, also okay. Among the items strewn about in the burial chamber is a glowing jeweled eye. Who gets the eye? Ja, irgendwer, ist doch egal, der Platz hat. Das war übrigens im Originalspiel eine schöne Sache. Wenn man keinen Platz im Inventory hatte, dann kam die Meldung gar nicht, dass hier ein Item rumlag, das man aufnehmen konnte.
Das passierte einfach nicht. Und wenn das das erste Mal passierte, als man hier war, wusste man gar nicht, dass es hier ein Item gibt. Und also es war fantastisches Game Design. Okay. Das ist, also das sind Convenience-Sachen. Das war halt in den 80ern nicht denkbar. Sowas. Also, ne, dass wir jetzt gefragt werden, welches Item wir dafür quasi hier lassen wollen. Gehen wir es werden. Und hier werden wir wieder teleportiert. So, jetzt haben wir das Auge gefunden. Damit können wir jetzt zu Harkins Castle. Aber bevor wir zu Harkins Castle gehen, würde ich sagen, machen wir noch mal ein bisschen Resterforschung hier. Da sind auch lustige Räume. Hier ist ein Spinner drin. Hier ist ein Spinner drin. So, da waren wir noch nicht drin. Wieso waren wir hier noch nicht drin? Weil da 53 Zombies drin sind. Das ist uns aufgefallen. Schocks hier, Gast, Dragon Breath. Ich glaube, er heißt im ersten Teil Nospen. Weil er einen Druckfehler enthält, weil das Spiel wirklich komplett geplaytestet wurde. Ich würde sagen, ich meine, ich könnte mal kurz nachgucken. Sekunde. Gucke mal kurz nach. In meine Bard's Tale-Listen. Weil ich würde sagen, ja, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Nee, gibt's noch nicht. Also erste Barzell 2. So, wo waren wir denn noch nicht? Da, in dem ganzen Teil. Da waren wir drin. Waren wir hier schon? Offensichtlich nicht. Aber ist immer... Benutzt man ein Feuerhorn, damit du aber was zu tun hast. Ja, in Bard's Tale 1 ist das mit dem... ist der Nospin-Ring nicht ganz so wichtig, weil die Kombination von Spinner, Darkness und Anti-Magic relativ selten ist. Also es gibt... Es gibt Spinner in Darkness-Bereichen, aber da funktioniert... Also es gibt keine Kombination, wo alles drei zusammen ist. Und das heißt, man hat immer seinen Kompass. Das heißt, man sieht, wenn man gedreht wird. Selbst wenn man es nicht sieht, weil es dunkel ist. Und wenn es einen Bereich gibt, wo es einen Spinner gibt und Anti-Magic ist, was an ein, zwei Stellen, glaube ich, auch der Fall ist, dann ist das kein Darkness-Bereich. Das heißt, dann sieht man es am Bildschirm direkt, dass man gedreht wird. Und das ist halt etwas, was in Bard's Tale 2 nicht mehr so ist. Da ist das halt auch gern mal alles zusammen. Und da ist Nospin-Ring dann... Naja, also ich erwähne da immer wieder gerne,
mein Bard's Tale 2 Let's Play vom Original Bard's Tale 2. Ich weiß nicht, welches Video das ist, aber es ist in dem einen Video. Ist es Fanskars Fortress? Oder ist es Oskars Fortress? Egal, also in irgendeinem Level, wo ich selbst mit Cuts eine halbe Stunde versuche, einen Schritt zu machen. Weil es ist ein Raum, der besteht nur aus Spinnern und es ist dark und es ist furchtbar. Und das ist zu einem Zeitpunkt, wo man zumindest in der Originalfassung noch keinen No-Spin-Ring haben kann, weil der erst in späteren Leveln droppt. So, zumindest mein Kenntnis danach. Deswegen war das so ein unglaublich fantastisches Level. Und das war wohlgemerkt mit Karten, die... Also das zu zeichnen war eine Höllenqual, aber selbst mit Karte, man weiß genau, ich muss jetzt diesen einen Schritt da nach vorne, ich muss, weiß ich nicht, hier muss ich hin, aber man kommt nicht hin, weil man immer weggedreht wird. Es ist fantastisch. Ja, irgendwie sowas, ja. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie spaßig das ist, wenn man das beim ersten Mal macht. Wo man halt, ich meine, jetzt ist es so, jetzt weiß ich ja immerhin, wo ich hin musste. Und dann war es zwar immer noch nervig, aber man hatte wenigstens ein Ziel vor Augen. Und vor allem das Dumme ist, das ist so ein Raum, der ist ein Kästchen groß, in den man rein muss. Und da ist, eigentlich genau genommen muss man da auch nicht hin, wenn man es weiß. Da ist allerdings der entscheidende Hinweis für ein späteres Rätsel. Und ah, das ist so hinterfotzig. Und naja, das ist halt das, was man wirklich nur ertragen kann, wenn man noch sehr jung ist. Und wirklich, und ich glaube, auch heute würde das nicht mehr gehen. Man muss erstens noch sehr jung sein und zweitens muss es in einer Zeit stattfinden, wo man sonst nichts zu tun hat und es keine anderen Computerspiele gibt. Weil wie viele Tage mich dieses Zeichnen dieses einen Raums gekostet hat. Das sind so Sachen... Das ist heute wirklich, ich kann wirklich nicht mehr verstehen, wie ich mich mit sowas abgegeben habe. Und nicht einfach gesagt habe, das ist Bullshit. Autsch! Da war eine Falle. Meine professionelle Meinung. Aber ich meine, sowas war es halt. Und es gab halt diese Spiele. Das war auch so ein bisschen die Herausforderung. Ich meine, Bard's Tale 2 war ja sowieso eigentlich nur ein Bard's Tale 1 Master Level. Und das war halt einfach der Kick, das zu versuchen und das zu schaffen. Ähnliches gilt für Wizardry. Also ich glaube, in irgendeinem Interview hat einer der Bard's Tale-Entwickler mal gesagt, dass es wohl zum Teil den Ansichten des Hauptentwicklers geschuldet war, Michael Cranford, der wohl gerne auch in seinen Pen-and-Paper-Runden so quasi gegen die Spieler gespielt hat. Also dass die wirklich gegen den Spielleiter agieren oder als Spielleiter gegen die Spieler gespielt, um es ihnen möglichst schwer zu machen. Und dass das wohl ein Grund sei, warum Bard's Tale 2 so schwierig geworden sei. Ich weiß nicht, was die Erklärung bei Wizardry ist. Das waren wahrscheinlich einfach nur Masochisten. Oder haben es lustig gefunden. Oder, ich meine, Wizardry ist ja genau genommen von vor meiner Zeit. Genau genommen ist auch Bard's Tale von vor meiner Zeit. Aber ich habe Bard's Tale ja früher gespielt als Wizardry. Die Wizardry ist ja, ich glaube, der erste Teil ist von 81 oder so. Ich weiß nicht, da war das vielleicht irgendwie, hat man das halt so hingenommen. Guten Abend, hast du. Was natürlich auch, wie ich schon so oft gesagt habe, nur in einem Umfeld geht, wo man nicht einfach sagen kann, na gut, dann spiele ich eines der anderen 30 Spiele, die ich gerade aktuell installiert habe auf meiner Festplatte. Was schon damals allein deswegen nicht ging, weil es keine Festplatten gab. Also zumindest keine, die man sich leisten konnte. Aber gut, auch
da muss ich ehrlicherweise sagen, die Nicht-Festplattenzeit war auch... Also als ich PC hatte, hatte ich auch eine Festplatte. Also mein erster PC hatte eine Festplatte. Und das war die Zeit davor. Und das sind die wirklichen Dark Ages. Okay. Gute Nacht. So, wir haben auch nicht mehr viel von dem Level. Wir sind auch bald fertig. Da war eine Falle. Jetzt haben wir hier so ein kleines Room Maze, was auch immer ein Spaß ist. Hier haben wir Kram. Okay, da unten will ich noch hin und da wollen wir noch hin. Black Widows. Nee, okay. Hide. Mörder. Stone Giants, okay. Jetzt nicht besonders steinern aus, sondern eher so ein bisschen. Aber, ne, was weiß ich denn? Ach, jetzt lese ich es erst in den Lurk. Nicht, ich habe irgendwie gelesen, dass du ins Bett gehst, sorry. Flüssigmetallschleim. Du wirst jetzt zum Lurker, okay. Das ist die Remastered-Version im sogenannten Legacy-Modus, der quasi die Original-Spielmechanik von Bard's Tale wiederherstellt oder beinhaltet. Also die ganzen Convenience-Sachen rausnimmt. Wie zum Beispiel die Automap, die ich halt nur aus Orientierungsgründen für euch Zuschauer wieder aktiviert habe. Die gibt es eigentlich in diesem Legacy-Modus nicht. Also es gibt hier irgendwie so ein, kann man einstellen, was man alles ein- und ausschalten will. Und vom Prinzip ist das, wenn man das Original, die Originalspielmechanik von Bard's Tale erleben will. Dafür ist dieser Legacy-Modus gedacht. Wir wollen... Wieso war ich hier noch nicht? Weil ich hier nicht durch kann. Machen wir die Falle weg. Nee, ich will ja... Okay. Wie... Da von unten, da bin ich nicht hingegangen, weil ich es vergessen habe. Okay. Na gut. Aber ich habe mir gesagt, dieses Level will ich mal komplett erkunden, also machen wir das auch. Okay. Jetzt sind wir hier. Jetzt muss ich. Hier muss ich nach oben. So, Gott sei Dank. Ich muss auch noch ein bisschen auf meine Spellpoints achten, aber ich glaube, das könnte passen, dass wir da das rechtzeitig mit fertig werden. So, jetzt haben wir den Raum endlich auch. Und jetzt müssen wir jetzt wieder den langen Weg drumherum nehmen. So. Back to movement ahead, das mache ja alles sein. So, das ist jetzt neu. Okay, hier waren wir noch nicht. Und hier waren wir noch nicht. Lasst mich in Ruhe. Okay, lasst. Oh,
Datum noch weg. Meine 87% Chance auf Gascloud? Nee, wenn das schief geht, kostet uns das mehr Spray Points, weil wir uns dann alle entgiften müssen. Okay. Okay. Füßhaus, okay. Schocker. Oh, das probieren wir. Success, hurra. Also ich glaube, noch zwei Levelaufstiege und dann hast du hier auch 100%. Darker Tower Level 1, Spinner, Darkness, Antimagic and Silence, ja. Yep. Das war ein großer Spaß. So, wo, der Teil fehlt uns noch. Da gehen wir hier hin, hier hin. Rüber, rüber. Fünf Blue Dragons. Eieiei. 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 Halt. Eieiei. 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 Autsch. Autsch. Ich meine, wir haben ja auch, dadurch, dass wir einen Paladin haben, also der Paladin hat so eine Anti-Magic-Geschichte für sich laufen. Ich weiß halt nicht, ob das nur für ihn gilt oder für die ganze Party. Das heißt, wenn man einen Paladin dabei hat, dass man dann... den Bonus für die ganze Party hat. Ich will den jetzt, von Hand totschlagen. Weil ich doof bin. Was haben wir da? Schocker? Yo, easy peasy. Und wir finden nichts. Natürlich nicht. So, jetzt machen wir hier noch. So. Habe ich das jetzt alles? Ja, das haben wir alles. Jetzt können wir das hier noch machen. Oh Gott. Some Movement, ja. Goblin Lords. Firehorn. Ah, shit, hat getroffen. Okay. So. Habe ich das noch den Raum vergessen? So, hier waren wir überall. Jetzt sind wir noch da. Und dann haben wir das Level auch. Ja, irgendwie sowas war mit. da war irgendwie sowas. Das gleiche gilt, glaube ich, auch, wenn gecheckt wird, ob man vor einem Kampf weglaufen kann. Das war nur der erste Charakter, der gecheckt wurde. Immer noch. Okay.
Darts, Darts. Oh, ein lustiges Spiel. Und funktioniert. So. Das ist der Raum. Und dann gehen wir jetzt so hier durch. Das ist der Spinner. Moment. Da ist ein Raum. Oh, Fehler in meiner Karte. Oder etwas, was in der PC-Version anders war. Aber naja, das ist nicht symmetrisch und das Spiel... Naja, wahrscheinlich war hier, ist ja auch ein Raum, den ich einfach nicht in meine Karte eingezeichnet habe. Meine Güte, das kann ja nicht sein. So, das ist das Level und aus irgendeinem Grund finde ich das ganz attraktiv optisch. Das weiß ich warum. Wahrscheinlich, weil ich mich noch erinnere, wie ich das erste Mal diesen Bereich entdeckt habe als Gör. Das, wie stolz ich da auf mich war. Okay, aber das war jetzt. Hier ist noch eine One-Way-Door, durch die wir durch können, um ein bisschen abzukürzen. Ah, da war eine Falle. Ja, ich weiß. Ist nicht so schlimm. Das tanken wir inzwischen. Hier ist irgendwo die Treppe. Wie ist denn das levelmäßig? Okay, das dauert noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, sind wir mit den Catacombs durch. Ja, wir können uns nicht mehr teleportieren, weil wir nicht mehr genug Spellpoints haben. Was ist denn das für eine Freiheit? Da müssen wir jetzt hier von Hand raus. Na gut, hilft hier nichts. Ja, es hat ein bisschen Struktur. Also es gibt noch andere ganz nette Level, aber das, ich weiß auch nicht. Also das ist auch eigentlich völlig belanglos, dass ich das so finde, aber es hat halt eine gewisse, es hat halt Struktur. Und bei die Sewers zum Beispiel sind halt so furchtbar mit diesen völlig unsinnigen Anordnungen von Wänden. Ups. Ich laufe gerade irgendwo falsch abgebogen, ne? Ja, hier. Fast raus. Okay, dann heilen wir uns mal. Nee, heilen wir uns mal. Welches Level seid ihr eigentlich? Seit 11? Okay, da würdet ihr sogar ein neues Spell-Level kriegen. Ich würde sagen, das machen wir dann auch noch, gucken wir uns auch noch an. Und der Barde hat keine Lust mehr zu spielen. Das passt uns aber ganz gut ins Konzept, weil wir jetzt gleich in die Gilde gehen. Da geht sowieso der Sound aus. So. Und dann würde ich sagen, leveln wir noch ab. Und lerne neue Spells. Wind Dragon, da ist der Zauber. Das wird jetzt ab sofort... Wieso, können wir noch mehr aufsteigen? Okay, nun steigt noch mehr auf. Spell Acquiring. Yes.
So, das heißt, wir haben ab sofort immer einen roten Drachen an unserer Seite, der zwar nicht echt ist, aber wie gesagt, das weiß ja keiner. Und was wir jetzt vom Prinzip, also erstmal sollte ich vielleicht auch mal wieder speichern. Das haben wir ja heute noch gar nicht gemacht. Obwohl, nee, wir speichern ja automatisch, wenn wir hier reingehen. Ist ja autosave, ist ja alles gut. Und dann nehmen wir noch einen kurzen Sneak Peek in Harkens Castle, um mal zu gucken, wie da das Tileset aussieht. Zaubern natürlich auch gleich einen Wind Dragon. Können wir uns den angucken? Nee, ne? Nee. Da ist Harkens Castle. So, lalala. Guten Tag, Stone Golem. Na, können wir mit umgehen. Ja, der Red Dragon ist wirklich cool. Der ist üblicherweise als erstes dran und naja, es ist halt so, wie es ist. So, Harkens Castle. Okay, das muss eine ziemlich große Tür sein. Before you lies Harkens Majestic Castle. Okay, this is the entry chamber. It is not guarded, but the sign threatens trespassers with death. Shall you enter? Yes. So, jetzt sehen wir nichts, weil ich kein Licht gemacht habe. Ich mach mal Licht. Nett? Okay, das ist komplett neu. Ha! Das ist cool. Okay, das ist ein bisschen verstörend. Das ist die Statue des Mad Gods, die wir suchen. Die ist schon hier, okay. Okay. Das ist wirklich nett. Und mit diesen Wandteppichen? Okay, hier war die Beschreibung. A wide corridor leads into Baron Harkens Castle. Fabulous tapestries adorn the walls. The flickering torchlight casts strange shadows. Ja, Torchlight gibt's hier nicht, aber das... nee. Okay. Ja, da würde ich sagen, hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Das ist ein guter Ort für einen Cut. Dann erforschen wir das Castle von Harkin und wir können ja nochmal gucken, was haben wir? Haben wir noch irgendwas, was über ist? Scale, Finn's Flute. Die hast du schon, ne? Ja, das heißt, die kann weg. Wir können halt den Kram identifizieren. Wir können auch ein bisschen administrativen Kram machen hier. Welche? Aber ich würde sagen, Harkens Castle gehen wir dann beim nächsten Mal an. Da müssen wir nämlich dann das machen, was die Katastrophe von Bard's Tale 3 auslöst, nämlich den verrückten Gott aufwecken, weil wir uns das alles sehr gut überlegt haben und wir müssen den verrückten Gott, warum müssen wir den eigentlich aufwecken? Was? Nur damit er uns in Kyllearans Tower teleportiert. Wir könnten einfach in Kyllearans Tower gehen, aber nein. Ja, dann gute Nacht, flüssigen Teilschleim. Wir werden jetzt noch ein bisschen identifizieren. Oh, nice. Also, nicht wirklich, aber... hat er irgendwer was? Hier. Okay. Und du? Okay, ich kann auch weg. Also, Self-Flute. Okay, braucht noch irgendeine bessere Rüstung. Also, wir haben Scale zur Verfügung. Du hast mit Plate, du hast mit Scale. Nope. Da ist das Auge, das wollen wir behalten. Macht das nicht auch irgendwas? Ah, weiß ich nicht mehr. Also, das kann alles weg. Aber das kann ich auch offscreen machen. Das behalten wir alles. Das behalten wir auch. Blood Axe macht
Gucken wir mal, ist das... Ah, ist kein Platz. Also, schmeiß das mal weg. Gucken wir mal, ob das für unseren... Ne, kannst du nicht benutzen. Nur was für den Hunter? Warum das denn? Warum sollte der eine Waffe machen, die Schaden nimmt? Die Schaden macht. Der schlägt Critical. Das ist seine Aufgabe. Ich meine, gut, die hat ein bisschen besseren To-Hit-Dings. Aber ich meine, mit seinem... Ja, hat einen mehr. Aber ich meine, mit dem Shieldstaff hat er zwei Rüstungsklasse mehr. Also, das lohnt nicht. Aber wir können sie erstmal behalten. Ja, aber das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit in jedem Fall. Und Retner ist old. Was? Ich habe nicht aufgepasst, was der Chat sagt. Stimmt doch gar nicht. Ach, du meinst das hier? ja, also ich... Kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und... wir machen hier beim nächsten Mal weiter mit Harkins Castle, nächsten Mittwoch, wenn ihr mögt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Restabend, eine gute Nacht. Und ja, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.